So, herzlich willkommen zum letzten und also zum dritten und letzten Teil heute. Sammellastschriften neu zuweisen. Ja, was bedeutet das? Das bedeutet ganz einfach Folgendes, und zwar, dass eben Sammellastschriften ja so eine Geschichte sind. Vielleicht noch mal ganz kurz zur Erklärung. Also die berühmteste Sammellastschrift in einem Verein ist der Beitragseinzug. Und so ein Beitragseinzug, wenn ich den also durchführe, dann wird mir der von der Bank in meistens, eigentlich fast immer, mindestens zwei Kontoauszugzeilen gutgeschrieben. So wie hier. Die können also auf den Kontoauszügen sogar relativ weit auseinander sein. Kann auch passieren. Kommt also je nachdem, oder kommt darauf an, welche Bank das Ganze eingezogen hat oder eingelöst hat. Und was also auch ist, die haben meist sehr unrunde Beträge. Und vielleicht mal zur ersten Erklärung, wenn ich einen Beitragseinzug mache und ich diesen einen Beitragseinzug zur Bank sende, warum sind es dann eigentlich meistens immer mindestens zwei Kontoumsätze? Das ist ganz einfach. Und zwar ist der erste Teil ist eben der sogenannte Teil der Erstlastschriften. Und der zweite Teil ist eben dann der Teil der Folgelastschriften. Es sind schon mindestens zwei Teile. Dann kann es Ihnen passieren, je nachdem, bei welcher Bank Sie sind. Beispielsweise bei Sparkassen ist es so, dass ein Zahlungssatz maximal 999 Posten enthalten kann. Das heißt, wenn Sie also zum Beispiel 1200, 1500, 1800 Mitglieder haben, dann wird dieser große Teil der Folgelastschriften eventuell auch in zwei, drei, vier, fünf, sechs, je nachdem, wie viele Mitglieder sie eben haben, Posten aufgeteilt. Eben pro 999 Zeilen, Buchungszeilen, ein so ein Satz. Das sind natürlich dann ebenfalls wieder sehr unrunde Summen. Sind Sie bei einer Volksbank, dann sind es 500 Posten, und sind Sie beispielsweise bei der Hamburger Sparkasse, dann sind es 250 Posten. Also sowas wie bei mir jetzt hier, wird bei einer HASPA gar nicht gehen, denn bei der HASPA wären das jetzt definitiv drei Posten. 250, 250 und 151. Also würde ich hier drei Beträge nochmal stehen haben. So. Grundsätzlich ist es aber so, dass egal wie, es bleibt mir nichts anderes übrig, als also bei der Buchhaltung eben diese Posten auf eine Liste abzuschließen. Haben wir schon gemacht. Haben wir extra eine Schulung veranstaltet, in der wir eben das gemacht haben. Und jetzt kann es aber passieren, und das ist auch schon bestimmt 50 oder öfter passiert, dass schlicht und ergreifend falsche Gutschriften auf falsche Buchungslisten abgeschlossen wurden. Was eben dann dazu führt, dass ich das Ganze aufheben muss wieder. Ja, und dann haben wir schon Leute gehabt, die haben völlig aufgelöst angerufen, die haben zum Beispiel gesagt, gehabt, ach Mensch, du pass auf, ich habe jetzt hier meine Mitgliedsbeiträge verbucht, und man sieht das anhand der gleichen Buchungsnummern immer. Sehen Sie das? Also das ist jetzt einfach ein Sammler gewesen, und der Sammler hat also die Buchungsnummer 388 gehabt. Und innerhalb dieses Sammlers wurde eben der entsprechende Splitter auf die Kostenstellen oder auf die Sachkonten. Sieht man also hier, wurde eben auf Basis der Einstellungen in den Beiträgen automatisch durchgeführt. So, dann stellen Sie sich mal vor, dass da ein Fehler drin ist. Das heißt, Sie haben diesen Beitragseinzug mit dem gleichen oder mit dem falschen Kontoumsatz gebucht. Dann würde das ja bedeuten, so wie wir das vorher gelernt haben, dass sich also jetzt Zeile für Zeile, Post für Posten hier unten auflösen müsste. Zuordnung aufheben, beim nächsten Zuordnung aufheben. In meinem Fall sind das also irgendwo so an die 1200 Buchungen. Dann sollte man sich also an diesem Tag nicht viel anderes vornehmen, denn bis man bei diesen 1200 Buchungen durch ist, das dauert ein bisschen. Nö, so muss es natürlich nicht sein. Denn es gibt doch eine zweite Möglichkeit. Und diese zweite Möglichkeit finden wir unter Buchungen Kontoumsätze. Hier sind die beiden Kontoumsätze, die eben genau den Sammler darstellen. Und wenn ich also jetzt auf einen dieser beiden Kontoumsätze mal einen Doppelklick drauf mache, dann merken Sie schon, dass hier unten keine einzige Buchung angezeigt wird. Und wenn ich also hier oben einen Doppelklick drauf mache, dann werden mir so sehr wohl Buchungen angezeigt, und zwar alle, die zu dem Gesamtbetrag gehören.
Also nicht nur, warum ist das so? Das ist ganz einfach so, weil NetXP nicht mehr weiß oder auch nicht, gar nicht wissen kann, wer gehört denn jetzt unbedingt zu dem Teil und wer gehört denn zu dem Zweitlastschriften oder zum Erstlastschriftenteil. Aus diesem Grund muss ich mir alle auf eine Liste abgeschlossenen Kontoauszüge rauswählen, raussuchen und dann hier unten eben sagen, Zuordnung aufheben. So, ich hebe jetzt mal hier Zuordnung auf. Sie sehen, bei diesen 6241,50 wurde die Zuordnung aufgehoben. Schauen wir mal in der Buchungskontrolle. Jawohl, diese 6241,50 habe ich drin. Schaue ich jetzt aber auf die offenen Forderungen, werde ich merken, dass ich keine einzige offene Forderung mehr jetzt mehr da drin habe. Ist klar, weil all diese anderen offenen Forderungen sind eben auf den großen Kontoumsatz. In meinem Fall bei diesen 42.391,50 hinterlegt. Das heißt also, wenn ich dann hier zusätzlich noch die Zuordnung aufhebe bei diesem großen hier, dann passiert Folgendes. Jetzt werden mir alle offenen Posten zurückgestellt in den Bereich offene Forderungen und beide Kontoumsätze stehen eben jetzt wieder zur Verfügung und ich kann dann eben diese beiden Kontoumsätze neu zuweisen. Was übrigens auch noch, solange er das macht, solange er hier rechnet, kann ich Ihnen noch ein bisschen mehr sagen. Was Ihnen übrigens auch passieren kann, ist, oder was eben in der Buchungskontrolle auch zu mehr Zeilen führen kann, wenn Sie zum Beispiel eine Sammellastschrift einziehen und bei dieser Sammellastschrift ist eine Person dabei, die bei der gleichen Bank ist, bei der Sie die Sammellastschrift ziehen, also bei der Vereinsbank, sage ich jetzt mal, und dessen IBAN-Nummer nicht mehr existiert, dann wird Ihnen der von Ihrer Bank sofort gutgeschrieben. Am gleichen Tag, an dem Sie den Sammler einreichen, was ja normal gar nicht geht bei SEPA, dann wird gewartet, bis der Sammler, der große Sammler, gutgeschrieben wird und einen Tag später wird dann der automatisch wieder als Rückläufer zurückgebucht. Es würde bedeuten, in dem Fall müssen Sie nicht nur diese Zeile, sondern eben auch diese Sofortgutschriftenzeile dieser falschen IBAN-Nummer mit dem Sammler abschließen. Und ich weiß, dass das nicht lustig ist und ich weiß, dass das ein sehr saublödes System ist, aber ich kann es nicht ändern, denn es ist eben so gewollt von unseren Banken in Deutschland. Es ist eben so. Ich kann es nicht ändern. Früher, als es noch die alte Einzugsermächtigung gab, also das DTA-Verfahren, hier konnte man wenigstens bei den Sparkassen eine sogenannte günstige Regelung im Lastschriftenverkehr einsetzen. Da bekam ich immer den kompletten Sammler gutgeschrieben erstmal. Das geht seit SEPA leider nicht mehr. Also, wie gesagt, mit diesen Problemen müssen wir eben leider kämpfen. Ja, und nachdem ich also, wie gesagt, also diese Zeilen jetzt hier wieder habe, merke ich also auch, dass ich in der Buchungskontrolle dann auch meine offenen Forderungen eben entsprechend wieder hier finde. Also Buchungsliste, Girokonto und jetzt sehen Sie auch, alle Lastschriften sind jetzt plötzlich wieder hier. Und wenn das hier ist, dann kann ich natürlich das Ganze neu buchen. Das heißt, ich markiere die erste Zeile, drücke die Taste Steuerung, markiere dann alle anderen Zeilen, die eben zu diesem Beitragseinzug dazu müssen, dazugehören, klicke unten auf Liste buchen. Sind das wirklich zwei? Jawohl, das sind zwei. Und jetzt... Kurze Zwischenfrage dazu. Ja, bitte. Überweiser kann ich damit dann auch zupacken, ja? Ja, ganz genauso, richtig. Ja. Genau. Okay, danke. Wenn ich will, kann ich natürlich auch die Überweisung. Ja, da, natürlich, klar. Entschuldigung. So, also jetzt wird eben entschieden anhand der eben in den Beiträgen eingestellten Zielkostenstellen. Haben wir vielleicht letztes Mal noch nicht gesehen, hier könnte ich dann eben meine Buchungsliste hinzufügen, was man vielleicht auch noch mal ganz kurz machen. Das heißt, ich brauche natürlich einen Beleg für meine Buchhaltung. Würde ich also erst auf Buchungslisten gehen, würde dann eben hier eine Buchungsliste erstellen in PDF-Form. Machen wir mal, drucken, sag, will ich in der Dokumentenverwaltung speichern, jawohl. So, jetzt ist die Buchungsliste erstellt. Ja, das ist die Buchungsliste erstellt. Jetzt kommt es noch ein bisschen dicke und ein bisschen kompliziert, denn ich müsste mir also jetzt diese Buchungsliste erstmal vom Server laden, müsste die also dann, machen wir jetzt aber mal ganz kurz Sekunde, ich stelle die jetzt mal auf Scan-Schulungen.
lade ich die jetzt mal hin. Und wenn ich also jetzt eben beim Verbuchen, mach mal mehr auf, beim Verbuchen eben meines Sammlers, bin ich jetzt wieder so weit wie vorher, also in der Buchungskontrolle und will diesen Sammler buchen, dann kann ich eben hier oben jetzt meinen Beleg wählen. Findet natürlich nur keine offenen Belege, doch, jetzt findet er den offenen Beleg, den habe ich ja verknüpft, so Buchungsliste. Und jetzt steht dann eben dieser Beleg eben auch diesen ganzen Einzelbuchungen zur Verfügung. Klickt dann also schlussendlich auf Buchen und jetzt fragt er mich nochmal, willst du sicher alles buchen? Jawohl, ich will diese 1585 Posten wegbuchen und jetzt passiert nichts anderes. Wann passieren Fehler? Wann passieren Fehler in diesen Buchungslisten? Ja, Fehler passieren dann, wenn ich nicht aufpasse, wenn also die Summe meiner Kontoumsätze eben zum Beispiel nicht der Summe der Buchungsliste entspricht oder wenn ich schon einzelne abschließe und dann wieder aufhebe. Also da gibt es deren vielfältigste Fehlerquellen. Wichtig ist, ich kann die wieder aufheben. Das heißt, ich gehe in die Kontoumsätze, sage Zuordnung aufheben und dann beginne ich eben diese Buchungslisten komplett neu zu buchen. Und dann kann ich also alle Fehler wieder ausmerzen. Noch eine Frage Bitte hierzu. schön. Jetzt beim Verbuchen steht zuzuordnete EA-Stelle 1106. Wird nur die erste der Liste hier angezeigt oder werden die alle da gebucht? Nein, es ist folgendermaßen, und zwar, Sie sehen, bei mir ist in jeder Beitragszeile oder jeder Beitrag da herin hat eine Zielkostenstelle, jede Beitragszeile. Es könnte natürlich aber auch sein, dass Sie in Ihren Beiträgen den einen oder anderen Beitrag haben, in dem keine Zielkostenstelle eingestellt wurde. Und wenn hier hinten keine Zielkostenstelle stehen würde, dann würde er alles dahin buchen, was hier drin steht. Ja, das ist also dann, aber nur wenn keine Zielkostenstelle da Richtig, ist. ganz genau. Nur wenn in einem Beitrag keine Zielkostenstelle vergeben wird. Das Ja, passiert sehr selten und meistens ist es dann auch ein Fehler. Wir haben einen Verein, der sagt, ich habe hier die Zielkostenstellen meiner Sparten, alles, was also nicht eindeutig einer Sparte gehört, gehört mir, also einem Hauptverein. Und deswegen steppt dann eher immer hier Beitragseinnahmen im Hauptverein ein und da kommt dann eben der Rest hin, der eben eingezogen wurde. das ist gut, danke. Genau, bitte. Weitere Fragen dazu? Wie gesagt, es gehört unbedingt zur Vollständigkeit dazu, dass man eben auch Sammler wieder aufheben kann und neu verbuchen kann. Übrigens, wie gesagt, unbedingt immer darauf achten, GOB, zeitnah buchen, denn auch dieses Verbuchen von Sammlern funktioniert tatsächlich pausenmal besser, wenn ich das Ganze zeitnah mache. Ich könnte Ihnen alle meine Vereine zeigen, in denen ich Schatzmeister bin. Ich verspreche Ihnen, bei keinem einzigen Verein sind mehr als 5 Zeilen da, die ich zu buchen habe. Ich buche sehr regelmäßig und das ist dann auch überhaupt kein Problem. Das dauert dann meistens irgendwie 1 Minute oder 2 Minuten und dann ist das nicht mehr als Arbeit erkennbar, sondern das ist einfach nur so ein Zwischenrauschen kurz mal. Und dann bin ich mit der Buchhaltung fertig und habe also überhaupt kein Problem damit. Ja, gibt es sonst noch Fragen dazu? Also zu diesem falsch gebucht, was man da machen könnte? Ich glaube, er hat sich. Nein, er hat sich nicht aufgegeben.